Hallo, ich bin Johann Günther, ich komme aus Berlin, wohne schon seit 99 hier, bin Tonmeister, Produzent und ja, arbeite im Bereich der klassischen Musik überwiegend. Was ist dein Projekt bei Beethoven? Worum geht's da? Das Beethoven-Projekt ist ein Musiklabel-Projekt, das heißt Backlash Music. Da geht es nicht nur um mich, da hängt schon mittlerweile ein kleines Team dahinter. Und das versteht sich als Laboratorium für die Frage der Rolle oder Funktion eines Musiklabels heute. Und daraus resultierend natürlich auch die Frage nach der Rolle von Musikaufnahme überhaupt im Bereich der klassischen Musik, was sich in letzter Zeit halt relativ stark auch geändert hat und viele Fragen aufgeworfen hat, die wir versuchen zu bearbeiten. An welchem Punkt steht ihr jetzt gerade mit eurem Projekt? Relativ am Anfang. Viele Ideen, die wir bearbeiten, sind natürlich schon ein paar Jahre alt und wir haben daran gearbeitet. Aber in der konkreten Umsetzung geht es jetzt gerade erst los. Hast du eine Vision für deine Arbeit nach 2020, also nach Beethoven? Ich hoffe zumindest, dass aus der Arbeit, die wir in diesem Rahmen jetzt auch machen, einige Entwicklungen absehbar sind, die auch tragen und letztlich für uns auch eine Art zu arbeiten definieren, neue Fragen aufwerfen und vielleicht auch über das Projekt hinaus ein bisschen Kreise ziehen. Oder an welcher Stelle musstet ihr bei eurer Arbeit am meisten Überzeugungsarbeit leisten oder gegen Widerstände ankämpfen? Da wir ja damit noch relativ am Anfang sind, gibt es noch gar nicht so wahnsinnig viele Widerstände. Aber die Motivation, aus der wir letztlich auch dieses Vorhaben gestartet haben, die versteht sich schon auch ein Stück weit zumindest als Gegenentwurf. Und das heißt, es sind natürlich keine persönlichen Widerstände, aber es sind schon Dinge, zu denen wir ein alternatives Angebot machen wollen. Welche Fragen haben euch bei der Gründung eures Musiklabels geleitet? Ja, verschiedene Entwicklungen natürlich, die wir alle in den letzten Jahrzehnten auch beobachtet haben. Die Rolle von Musiklabels hat sich ja massiv verändert. Viele Labels also führen eigentlich nicht mehr die Aufgaben aus, die sie ursprünglich mal hatten oder die es mal vor ein paar, ja, würde sagen, Jahrzehnten noch waren. Heute stellt sich einfach die Frage, was ein Label überhaupt leisten muss und auch kann, finde ich, neu. Und versuchen wir natürlich in verschiedenerlei Hinsicht Ansätze zu bieten. Das eine ist, wie schafft man es eigentlich heute, ein Angebot zu machen für eine Hörerschaft, die auch im digitalen Bereich, was die auch im digitalen Bereich konsumierbar ist. Zum anderen ist es die Frage, wie schafft man es, dass der Künstler mit seiner Aufnahme einen einigermaßen angemessenen Rückfluss hat an Geld? Also einfach, wie kann das finanziell besser genutzt werden? Und zum anderen sind es aber auch ganz essentielle Fragen im Produktionsprozess, bei dem wir uns einfach die Frage stellen, was ist der Wert einer Musikaufnahme heute und was möchte man eigentlich erreichen? Was macht man eigentlich oder warum nimmt man zum Beispiel Beethoven oder Bach zum 100. Mal auf? Und für uns steht da einfach die persönliche Vision des Künstlers relativ stark im Fokus. Und wir versuchen den Produktionsprozess eben so zu organisieren, dass möglichst viel von dem auch sichtbar wird und dass sich dieser Prozess auch als Prozess darstellt und nicht nur in einem losgelösten Produkt am Ende greifbar wird für die Hörerschaft oder für ein Publikum.